denke, wir fangen mal an. Ja, herzlich willkommen zu wieder einer Folge der Digital-Sessions der Energy Weeks im Reihe Items Forum. Und ja, wir haben ja drei Reihen jetzt schon dieses Jahr durchgeführt. Einmal das digitale Items Forum, was wir im Frühjahr gemacht haben. Dann haben wir die LoRa Weeks durchgeführt und jetzt eben eine Reihe und damit heute leider auch die letzte Folge der Digital Sessions Energy Weeks. Genau, für dieses Jahr. Wir haben letzte Woche drauf geguckt, wie sich denn bei der SAP die Entwicklung hin zur in der Transformation darstellt, was es da Neues gibt, wo die Entwicklung herkommt und wie sich da die Entwicklung der SAP darstellt. Und wir wollen heute einmal gucken, wie sich denn Energieversorger auf dem Prozess und auf dem Weg zum Energiedienstleister und da zum Energiedienstleister 4.0 aufstellen und was vielleicht auch im Bereich der Prozesse, Prozesseffizienz da umgesetzt werden muss, wo vielleicht die Stellschrauben stehen. Und dazu freue ich mich, heute den Herrn Andreas Beckmann von der Arealbank, einem Kooperationspartner der Items, hier als Referenten zu begrüßen. Herr Beckmann vertritt den leider erkrankten Thorsten Schuster. Hiermit natürlich die besten Genesungswünsche an Herrn Schuster und ist aber nicht weniger kenntnisreicher Experte auf dem Thema. Herr Beckmann ist Head of Consulting und Services im Bereich Sales bei der Arealbank und hat heute das Thema mitgebracht, Transformation meistern mit Prozesseffizienz zum Energiedienstleister 4.0. Und ich gucke mal, wir können eigentlich starten. Herr Beckmann, da würde ich mich freuen, wenn Sie die Bühne übernehmen. Ach ja, noch kleine organisatorische Hinweise. Wie immer, der Vortrag wird aufgezeichnet. Im Nachgang werden wir einen Link versenden. Da bitte ich um Verzeihung, wenn das vielleicht mal das ein oder andere Mal einen Tag dauert. Und auch den Vortrag, die gezeigten Folien, werden wir versenden. Und Sie dürfen Fragen stellen. Das ist mehr als willkommen und ich denke, wir haben genug Zeit auch für Interaktion. Aber jetzt, Herr Beckmann, Ihre Bühne. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ja, das Thema heute ist ja mit Energie, mit Prozesseffizienz zum Energiedienstleister 4.0. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Ja, wir können Sie gut hören. Ich möchte einfach mal anfangen. Sehr gut, sehr gut. Ich möchte anfangen, wie digital ist denn der Energiemarkt? Und erstmal vielleicht vorneweg, also die Stimmung ist grundsätzlich positiv. Die Prognosen für den Energiemarkt klingen vielversprechend. Megatrends wie Smart City und E-Mobilität machen das Produkt Strom noch vielfältiger. Das zeigen diverse Befragungen, die wir durchführen. Und zwar unter den Entscheidern von deutschen Stadtwerken. Die Zahlen sind jetzt hier nicht aufgeführt, aber die möchte ich auch nochmal hier aufführen. 72% nannten das Thema E-Mobilität als oberste Priorität nach der Frage nach entscheidenden Zukunftstrend. Das mal vorneweg. Und wenn Sie jetzt hier schauen, haben wir eine repräsentative Umfrage gemacht. Das sehen Sie unten links mit Seaway in unseren Auftrag. Und was da rauskam, sehen Sie hier, ich hoffe, Sie sehen auch meine Maus, hier 52% der Entscheider sagten uns in der Tat, sie haben keine umfassende Digitalisierungsstrategie. Einzelstrategien schon, also Umsetzen von einzelnen digitalen Strängen, aber ein Gesamtkonzept liegt bei 52% nicht vor. Also etwas mehr als die Hälfte. Dann, wenn man noch weiter fragt, bei dieser repräsentativen Befragung im Auftrag von uns haben 22% sind nicht ausreichend vorbereitet auf digitale Prozesse. Und dennoch sagen 59%, also auch wieder die Hälfte oder knapp die Hälfte, dass die digitale Transformation aber extrem wichtig ist. Also das ist die Ausgangslage, wenn man sich das anschaut. Und wie haben wir uns da entsprechend aufgestellt?
Aber vorab nochmal, was beschäftigt die Energiewirtschaft im Allgemeinen? Das sind natürlich die 5 Ds, die Sie kennen: Dekarbonisierung, also CO2-Minderung, Digitalisierung. Darauf setzen wir, darauf setzt ja auch die Energiewirtschaft, hat ja auch die vorige Folie nochmal gezeigt gehabt mit der Befragung. Demografie, auch ein sehr starkes Thema, also wie entwickelt sich die Bevölkerung? Die Dezentralisierung, klar, also gerade was Energieerzeugung angeht, die Diversifikation. Das sind also diese 5D-Themen verändern die Geschäftsmodelle dramatisch von Stromversorgern. Denn das Ziel muss ja immer wieder sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo am Ende des Tages Gewinn erzielt wird. Nachhaltiger Gewinn. Und man gut dasteht. Dann kommt noch dazu, vielleicht hier noch die Abkürzung, wenn das noch nicht jeder kennt, ZIA, das ist der Zentrale Immobilienausschuss. Die haben auch eine Studie gemacht, nämlich in der Wohnungswirtschaft. Und 47% dieser Teilnehmer an dieser Studie haben ausgesagt, dass sie in einer digitalen Entwicklungsphase sich gerade befinden. Was heißt denn das? Das heißt ja im Umkehrschluss, Ihre Kunden beschäftigen sich auch sehr intensiv mit der Digitalisierung und die Anforderungen von der Kundenseite wird steigen. Heißt ja dann für Sie, dass der Digitalisierungsdruck steigen wird, und zwar nämlich von Kundenseite. Und das beeinflusst wiederum die zukünftige Produktentwicklung auf Ihrer Seite. Dann muss man hier die Endkunden sehen. Endkunden, also Haushaltskunden oder Mieter, die immer mehr eine Consumer Experience erwarten. Und gerade die jüngere Generation, die wachsen ganz anders auf als meine Generation, die sind viel digitaler vielleicht unterwegs. Und das heißt auch, dass die Anforderungen deutlich steigen werden in der Zukunft. Das sind auch unsere Prognosen nach wo wir ausgehen. Und das hat halt letztendlich Einfluss auf die Wohnungswirtschaft, aber eben auch auf die Energiewirtschaft. Damit komme ich eigentlich zur folgenden Aussage. Energieversorgungsunternehmen brauchen jetzt einen klaren Digitalisierungswillen. Sie müssen weniger Versorger und mehr Dienstleister werden. Ja, und damit muss man letztendlich zusammenarbeiten. Wir nennen es auch digitalen Schulterschluss. Und wie können wir denn EV oder wie können EVUs, können ihre Kunden aus der Wohnungswirtschaft einen echten Mehrwert bieten? Sie erinnern sich ganz am Anfang, es geht ja darum, ich muss Geschäftsmodelle entwickeln, um letztendlich dauerhaft Gewinn erzielen zu können. Also muss ich natürlich, wenn sich auch dort was ändert, muss ich Lösungen anbieten oder Tools entwickeln, um diesen Digitalisierungsdruck von Ihrer Kundschaft abzufedern und dann eben entsprechende Lösungen anzubieten. Und das gilt sowohl für netzbezogene, aber auch als netzferne Services, muss ich eben Produkte anbieten. Und dabei helfen natürlich, weil wir der festen Überzeugung sind, dass man alleine das nicht stemmen werden kann, sondern man braucht letztendlich Partner. Und da wir über Digitalisierung reden, brauchen wir natürlich Digitalisierungspartner. Ja, Sie sehen auf der rechten Seite BK01, der eine oder andere wird es kennen, das ist unser Obermarkenbegriff. Und dieser Begriff wird sowohl in der Wohnungswirtschaft als auch in der Energiewirtschaft verwendet. Das sind IT-Lösungen, die letztendlich Mehrwerte für unsere Kunden im Rahmen der Digitalisierung bieten, sowohl wie gesagt für die Wohnungswirtschaft alleine, für die Energiewirtschaft alleine, aber auch an der Schnittstelle zwischen den Branchen Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft. Und wir sind der festen Überzeugung, die Digitalisierung oder die Voraussetzung für die Digitalisierung ist natürlich in erster Linie, dass alle Prozesse so effektiv
und effizient gestaltet sind, wie es halt nur geht. Weil wiederum die Margen auch wieder sehr gering sind, also muss ich so weit wie möglich alles automatisieren, was automatisiert werden kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, gerade auf Kundenseite, muss ich natürlich auch flexibel sein, weil die Anforderung von der Kundenseite eben nicht standardisiert ist, sondern eben teilweise doch ja individuell. Und da muss ich natürlich irgendwelche Lösungen haben, die zwar irgendwas automatisieren, aber auch noch flexibel auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen können. Das ist also das Spannungsfeld, was letztendlich jedes Unternehmen und somit auch jedes Energieunternehmen hat. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus Zahlungsverkehr und E-Rechnung als digitaler Kreislauf. Wenn Sie sich das Schaubild erstmal anschauen, haben wir auf der linken Seite hier die Dame hier, steht für die Energieversorgungsseite. Auf der rechten Seite der Mann hier steht für Wohnungsunternehmen. Das ist nur ein Beispiel, wo Verbindungen bestehen zwischen Energieversorger und Wohnungswirtschaft. Wohnungswirtschaft, der Kunde eines Energieversorgers. Was bieten wir als Arealbank als Digitalisierungslösung an? Und zwar standardisiert. Das ist einmal hier, also ImmoConnect und Betriebskostenmanagement. Das sind zwei Produkte, die aufeinander abgestimmt sind, wie Stecker und Steckdose. Und hier wird der Zahlungsstrom optimiert. Warum ist das so wichtig? Ihr Kunde aus der Wohnungswirtschaft hat entsprechende Anforderungen, die eben regulatorisch vorgegeben sind. Nämlich für das Wohnungsunternehmen gilt das Mietrecht. Das heißt, die ganzen Zahlungsströme oder die ganzen Energielieferungen, sei es jetzt Strom, Gas, nehme ich auch nochmal Wasser dazu, also und zwar Allgemeinstrom, allgemein Gas, was umgelegt wird auf Mieter, das ist fest vorgegeben. Das heißt, die Zahlungsströme müssen natürlich vom Energieversorger so aufbereitet sein, dass das Wohnungsunternehmen das entsprechend betriebskonform in sein System zuordnen kann, buchen kann. Und deshalb ist dieses Produkt MyImmoConnect entwickelt worden, um den Energieversorger die Zahlungsströme so aufzubereiten aus seinem SAP-System oder wenn der Kunde quasi im Einsatz hat, so aufzubereiten, dass das Wohnungsunternehmen entsprechende Prozessvorteile hat, Automatisierungsvorteile, Plausibilitätsvorteile, weil die entsprechenden Zahlungen werden, wie gesagt, betriebskonform gebucht. Damit freut sich das Wohnungsunternehmen und das Wohnungsunternehmen kann dann relativ zügig auch mit den anderen Betriebskostenarten die sogenannte Betriebskostenabrechnung erstellen. Das ist also quasi die Basis, wenn man sich das anschaut zwischen Energieversorger und Wohnungsunternehmen. Mittlerweile steigen aber die Anforderungen aus der Wohnungswirtschaft. Wir sind ja Marktführer in der Wohnungswirtschaft. Das heißt, wir haben extrem viele Kunden, die uns das Vertrauen schenken und die natürlich auf uns zukommen und sagen, naja, wir wollen optimieren, wir wollen automatisieren, wir wollen digitalisieren. Das war mal die Lösung, die vor Jahren an uns getreten wurde. Mittlerweile reicht das dem Wohnungsunternehmen nicht mehr, sondern er will jetzt auch nicht nur den Zahlungsstrom automatisiert haben, sondern eben auch den Datenstrom. Und da sind wir relativ schnell bei der elektronischen Rechnung, wo dann die Herausforderung ist, er will eine elektronische Rechnung haben, unterschiedlichster Art, das kann das Zugpferd sein, normale PDF, CSV oder XML allgemein oder X-Rechnung, whatever. Und er will diese elektronische Rechnung, also die Daten, die dann kommen, in sein System einlesen, nicht nur archivieren, sondern eben auch mit dem Zahlstrom abgleichen. Stimmt das alles überhaupt? Also Plausibilisierung findet statt. Und damit ist natürlich auch die Voraussetzung sehr geschaffen, sehr schnell hier die Digitalisierung hier voranzutreiben. Das setzt aber voraus, dass der Energieversorger wiederum auch in der Lage ist, die entsprechenden Formate, die unterschiedlich sein können, wiederum seinen Kunden zur Verfügung zu stellen.
Und wir in der Arealbank haben uns dann entschieden, in der Tat beide Seiten abzubilden, indem wir, wie gesagt, das BIC01 Rechnungsdatenverarbeitungstool für Wohnungsunternehmen anbieten, um hier die Datenströme entsprechend im ERP-System verarbeiten zu können, aber gleichzeitig den Energieversorger unter der Voraussetzung, er hat SAP im Einsatz, diverse elektronische Rechnungen produzieren kann aus seinem System und dann dem Wohnungsunternehmen zur Verfügung stellen kann. Allerdings ist das Produkt so aufgebaut, dass es nicht nur für Wohnungsunternehmen entsprechende Formate gilt, sondern aus der Blickrichtung eines Energieversorgers hat er ja noch andere B2B-Kunden, Filialisten, vielleicht Restaurantketten, whatever. Also natürlich kann dieses Produkt auch anderen Kunden, also auch außerhalb der Wohnungswirtschaft, eine elektronische Rechnung bieten und liefern. Genauso ist natürlich aus Sicht des Wohnungsunternehmens, da ist ja der Energieversorger ein Lieferant, also ein Kreditor, wenn man es mal kaufmännisch ausdrückt. Der hat natürlich noch viele andere, sei es Versicherungen, sei es Grundbesitzabgaben. Auch hier sind die Anforderungen natürlich beim Wohnungsunternehmen gegeben. Also hier hat man eigentlich eine 1-zu-N-Beziehung und hier ebenfalls oder eine N-zu-1-Beziehung. Also von daher, diesen Problem stellen wir uns, haben uns gestellt und bieten hier entsprechende standardisierte Lösungen im Gesamtpaket an, um eben die Prozesse zu beschleunigen. Ja, die Vorteile sind hier auf der nächsten Seite nochmal zusammengefasst als digitaler Kreislauf, weil, wie gesagt, das zwischen den Wohnungsunternehmen und Energieversorger stattfindet. Ich fange mal mit Energieversorger an. Wenn ich mich auf die Wünsche meiner Kunden einstelle, habe ich natürlich ein starkes Vertriebsargument gegenüber der Wohnungswirtschaft, wenn ich hier was biete, was zur Prozesserleichterung beim Wohnungsunternehmen führt. Ich habe eine sehr starke, ausgeprägte Kundenorientierung. Natürlich bin ich effizient und habe natürlich meine Abläufe optimiert, was uns ganz wesentlich ist, ohne jegliche Medienbrüche. Und hier haben wir ja auch, das hat der Herr Müller ja eingangs schon gesagt gehabt, auch eine Kooperation mit iTEMS, um hier die Lösungen anbieten zu können. Für die Wohnungsunternehmen liegen die Vorteile auf der Hand. Wenn mein Kreditor mir Daten zur Verfügung stellt, bin ich sehr effizient. Ich kann sehr schnell sein, habe also damit eine Zeitersparnis und wie wir ja alle wissen, Zeit ist Geld, also auch eine Kostenersparnis. Wenn ich schneller auch meine Betriebskostenabrechnung erstellen kann, mehr Informationen meinen Mietern zur Verfügung stellen kann, erhöhe ich auch da die Kundenbindung und natürlich habe ich hier optimierte Abläufe. Das ist ein Beispiel, was wir an der Strecke B2B haben, was wir anbieten oder unser Beitrag darstellt zur Digitalisierung der Branchen. Dann haben wir eins, das ist auch nur eine Seite, was wir auch gemacht haben, um Prozesse zu vereinfachen, nicht im B2B-Bereich, sondern im B2C-Bereich. Das heißt, die Großzahl ihrer Kunden sind ja nicht unbedingt Unternehmen, sondern das sind Haushaltskunden, sei es in der Grundversorgung oder eben nicht in der Grundversorgung. Da ist ja immer wieder das Thema, das ist ein altbekanntes Thema, ja, wie ist die Buchungsautomatik? Wie sicher wird zugeordnet eine Zahlung? Da bieten wir eben auch Lösungen an, die abweichend sind, die nicht nur letztendlich den Verwendungszweck interpretieren, also den Datensatz, den Sie von einer Bank bekommen, sondern eben wir arbeiten mit einem weiteren Zuordnungskriterium. Das ist die sogenannte virtuelle Kontonummer. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass jeder Haushaltskunde oder jedes Vertragskonto, jeder Vertrag eine eigene IBAN bekommt. Und wenn der Kunde damit bezahlt, wird automatisch zugeordnet. Sollte er Verwendungszweck was reinschreiben, dann wird es plausibilisiert, also abgeglichen, kann das stimmen oder kann es nicht stimmen. Und wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten sind,
kriegt der Sachbearbeiter, also im Klärungsbestand, das angezeigt und man kann hiermit die Automatisierung der Prozesse in diesem Massenprozess sehr stark automatisieren. Das kommt gerade hier bei diesen Spezifika, wie hier aufgeführt sind, Arkezahlungen. Ich nenne da nochmal dieses Beispiel von der Arbeitsagentur. Spielt das eine Rolle, wenn ein Hartz-IV-Empfänger die Arbeitsagentur übernimmt, zum Beispiel die Stromzahlung oder die Wärmezahlung an den Energieversorger? Und wenn der jeweils mit der eindeutigen IBAN für ihren Endkunden überweist, wird es automatisch gebucht, egal was dann im Verwendungszweck steht. Also, wir erhöhen damit die Effizienz, eine sehr starke Transparenz und Sie werden in der Lage versetzt, das sehr stark zu kontrollieren. Was ich vorhin vergessen habe, die gesamte BKNO1-Familie, die wir anbieten, wird immer vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle Produkte, die wir anbieten, weil das ist auch ein entsprechender Vorteil, kommt aus dem Namensraum von SAP oder wird runtergeladen von SAP Marketplace. Das dazu, dieses Produkt steht bei diesen zwei Systemen zur Verfügung. Jetzt noch ein weiteres Thema, man glaubt es kaum, das ist Areal Meter. Areal Meter ist entwickelt worden mit einem Start-up-Unternehmen Pixlus oder hier haben wir eine Kooperation gemacht mit Pixlus. Mittlerweile ist es aus der Stufe des Startups hinaus. Um was geht es? Es geht ganz am Anfang, wir reden, was Sie jetzt bis jetzt von mir gehört haben, fängt ja an letztendlich nach der Ablesung. Nach der Ablesung dann eben alles zu digitalisieren, der Zahlfluss, Datenfluss, elektronische Rechnung. Aber wenn man sich anschaut, mit was beginnt denn der Prozess? Der Prozess beginnt mit der Ablesung. Und wenn Sie sich, da haben wir auch viele Unternehmen gefragt, wie machen die denn das heute gerade? Also ich rede hier vom Allgemeinzähler. Allgemeinzähler, Strom, dann Wärme, also Gas. Da ist es häufig so, der eine oder andere wird es vielleicht bei sich genauso handhaben. Es werden teilweise Excel-Listen idealerweise an Wohnungsunternehmen geschickt oder es wird Papier zu einem Wohnungsunternehmen geschickt. Die beauftragen wiederum den Hausmeister, in die Keller zu gehen und dann entsprechend die Zählerstände, also der Beginn jeder Prozessoptimierung, also die Daten brauche ich, um überhaupt initial starten zu können, händisch abzulesen. Manchmal macht er auch noch ein Foto. Dann werden die Daten wieder gleich in der Excel-Liste gegeben und zum Energieversorger geschickt. Der Energieversorger erstellt dann die Rechnung oder er gibt sie im Portal ein. Das ist der Prozess, der leider Gottes sehr häufig vorkommt. Und warum haben wir uns hier mit Pixlus zusammengetan, mit dem Start-up, weil die mit dem Max-Planck-Institut eine Erkennungssoftware entwickelt haben, vom Handy aus, wo man den Zähler zielsicher erkennen kann und eben dann die Daten ablesen kann. Und das leistet Areal Meter und managt letztendlich die mobile Zählerablesung. Und das ist ganz interessant. Also wir sind damit am Start gegangen. Ab 1.10. diesen Jahres haben mittlerweile über 10 Kunden live. Was leistet dieses Produkt? Das leistet relativ viel. Man glaubt es gar nicht, sondern hier wird der Handwerker ausgestattet mit einem iPhone. Der lädt sich eine App runter. Sie sehen hier, die App ist verfügbar, iOS oder Android. Und wird dann in die Lage versetzt, in den Keller zu gehen. Da sind natürlich noch Informationen enthalten, wo sich der Zähler im Keller befindet. Der fotografiert diesen ab oder hält automatisch seine App drauf. Die App erkennt automatisch, was ist es für ein Zähler, liest die Daten rein und in dem Moment, wenn er dann wieder vielleicht eine Funkverbindung hat, werden die Daten an das Portal geliefert. Das wird nämlich auch zur Verfügung gestellt, ein Dispositionsportal.
Dann sind die Daten sofort im Portal enthalten. Die können angebunden werden am Energieversorger. Dann hat der Energieversorger ebenfalls sofort die Daten verfügbar. Und das Wohnungsunternehmen weiß auch, wie der Stand der Ablesung ist. Und je schneller das dann vonstatten geht, desto schneller erfolgt dann die anderen Schritte, die ich vorhin geschildert hatte, nämlich dann der Zahlfluss zwischen den einen, weil die Rechnung erstellt wird, der Datenfluss. Aber Beginn ist eigentlich hier jetzt der Prozess und der ist in der Tat momentan nicht optimal. Und ist bewusst, ist eine Übergangstechnologie. Warum? Weil ja der Smart Meter kommt. Erkennen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Andererseits sagen uns die Energieunternehmen, bis wirklich die ganzen Allgemeinzähler in den Kellern ausgetauscht ist, wird noch viel Zeit ins Land gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher kann man hier sehr sicher mit dieser Portallösung ganz am Anfang des Prozesses die Daten sicher erheben vom Zähler. Man kann disponieren, das ist auch noch ganz interessant für ein Wohnungsunternehmen, weniger jetzt für einen Energieversorger. Aber warum wird es so stark angenommen? Weil das Wohnungsunternehmen disponiert die entsprechende Handwerker. Und wenn einer erkrankt, dann wird automatisch von diesem Portal das auf dem Handy eines anderen Handwerkers oder Hausmeisters überspielt oder Abrechnungsleiter. Und der sieht dann auf sein Handy sofort, welche Ablesung er vorzunehmen hat. Ja, man kann da zusätzlich noch ein Foto machen, dann ist es auf jeden Fall nochmal dann abgespeichert. Es wird auch sofort ins Portal abgelegt. Ja, der Datentransfer erfolgt und ja, die Daten sind glaubisiert. Auch wenn das interessant ist, kann man hier mehr erfahren. Das ist eins unserer neueren Produkte, die wir jetzt anbieten, für EVUs als auch für Wohnungsunternehmen. Eins nochmal von der Systemvoraussetzung. Hier gibt es keine Systemvoraussetzung. Das heißt, es ist hier nicht notwendig, ob nun SAP im Einsatz ist oder quasi von der SIV. Spielt keine Rolle. Das ist eine reine Portallösung. Das heißt, es steht allen Systemen entsprechend zur Verfügung. Was tun wir denn noch? Sie haben ja vorhin, oder was ich ganz am Anfang gesagt habe, was die Megatrends sind, das war ja einmal Smart City und auch die E-Mobilität, was auch in der letzten Zeit sehr stark gefördert wird vom Staat. Und da bieten wir eben auch Lösungen an. Also wir bieten jetzt keine Elektromobilität an, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Elektromobilität, die haben sehr viele Anbieter, sehr viele Haushaltskunden. Es gibt also diverse Beziehungen. Und was wir uns hier drauf oder auch was wir uns konzentrieren, ist eben eine Payment-Plattform zu schaffen, um Mikrozahlung, Kleinstzahlung miteinander zu verrechnen. Warum bieten wir das an? Weil hier in der Tat eine ZAG-Lizenz notwendig ist, also eine ZAG steht für Zahlungsdienstaufsichtsgesetz. Und das hat natürlich jede Bank, wir auch. Und folgedessen sind wir quasi als Abrechner, in dem Fall, wir haben eine Kooperation mit dem Ladenetz, beziehungsweise mit SmartLab haben wir eine Kooperation gemacht und bieten hier dieses Connected Payment an. Und was wir da machen, sind eben die ganzen Stadtwerke, die da beteiligt sind. Das sind über 220 Stück. Die haben miteinander diverse Beziehungen. Sie müssen sich vorstellen, der Kunde eines Stadtwerkes A tankt beim Stadtwerk B Strom und auch umgekehrt. Man kann sich ganz viel vorstellen, wie viel Verbindung da entstehen. Das könnte man ja eins machen. Ein Stadtwerk A rechnet mit dem Stadtwerk B einzeln ab. Das ist viel zu aufwendig. Und hier bieten wir, Entschuldigung, hier bieten wir eben halt eine Plattform an für diese Kunden als Beispiel, um hier die ganzen Zahlungen abzuwickeln, die ganzen Rechnungen zu machen, die Geldwäsche, regulatorischen Tatbestände, die das ZAG vorschreiben, zu berücksichtigen. Und das machen wir zum Beispiel als Multi
Third-Party-Payments-Partner für unsere Kunden in diesem Bereich. Auch Sie sehen, Elektromobilität, das ist eine, das muss auf die Straße gebracht werden, das muss umgesetzt werden, aber auch die Zahlungsströme, die Abwicklung danach muss natürlich möglichst effizient sein und automatisiert, ohne dass dann plötzlich viel Aufwand entsteht oder man im Zweifelsfall dann gar nicht mehr abrechnet. Das bieten wir an. Dann sind wir überzeugt davon, dass man Kooperationen wagen muss, auch branchenübergreifend. Wir haben eine Kooperation mit Items, wir haben weitere Kooperationen. Warum? Weil wir der festen Überzeugung sind, man kann das nicht alleine stemmen. Zusammenarbeiten, kooperieren, das ist, glaube ich, das Maßgebliche und, glaube ich, bringt einen voran. Man denkt neu, man denkt aus unterschiedlichen Branchen und versucht, hier die idealen Lösungen hinzubekommen und das möglichst dann digitalisiert. Wir haben hier dieses Jahr im Oktober haben wir eine We Think Future 2020 durchgeführt mit Euroforum. Hier haben wir, vielleicht der eine oder andere hat vielleicht daran teilgenommen, haben diverse Vorträge gemacht gehabt aus der Wohnungswirtschaft, mit der Wohnungswirtschaft, aus der Energiewirtschaft, mit der Energiewirtschaft und haben gerade diese zwei Branchen, die uns sehr am Herzen liegen, zusammengebracht und eine Plattform gebildet mit Euroforum, um sich hier auszutauschen. Und das glauben wir als Arealbank, ein bisschen Eigenwerbung. Wir nehmen für uns einen Anspruch. Wir wollen natürlich immer über den Tellerrand sehen und hören gerne, sehr gerne zu. Und was die Branchen bewegt letztendlich, machen Umfragen, um dann daraus entsprechende Bedürfnisse vielleicht abzubilden, festzustellen und dann entsprechend Lösungen anbieten zu können. Nicht unbedingt alleine, sondern in Kooperation. Deswegen sind wir der festen Überzeugung, Kooperationen sollten gewagt werden. Ja, dann auch nochmal zu diesen Umfragen. In drei Schritten zur erfolgreichen digitalen Transformation. Ich erinnere nochmal an die Befragung, was rauskam. Das geschieht eigentlich in drei Schritten. Wenn man sich vorstellt, wie so eine Rakete. Das erste ist natürlich digitalisieren. Das soll möglichst unkompliziert sein. Zielgruppengerecht, nachhaltig, das ist ja unsere Lösung, das ist ja die E-Rechnung. Der zweite wesentliche Punkt ist das Automatisieren, vielleicht auch Visionieren. Und hier in drei Schritten, hier, die Beispiele hatte ich schon genannt gehabt, das war hier auf der einen Seite Automatisation war gewesen, die Effizienz, also Zahlungszuordnung, was wir da anbieten auf Einzelabrechnungsebene, die Zeitersparnis durch optimierte und transparente Prozesse. Und immer, was im Vordergrund steht, Mehrwerte. Man muss Mehrwerte bieten, hier in dem Fall Sicherheit und Komfort. Und Visionieren, Kundenbindung. Ich meine, das Wort maßgeschneidert wird oft verwendet, aber das muss man auch machen. Man sollte maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Und das geht. Und das ist das Schöne eigentlich, gerade bei der Digitalisierung. Es geht. Man kann durch die Digitalisierung, muss nicht alles standardisiert sein, es muss digitalisiert sein. Und durch die Digitalisierung kann man sehr viele maßgeschneiderte Services anbieten, ohne dass man da im Nachhinein große Baustellen entsprechend hat. Ja, und die Datennutzung, klar, Daten, sagt mir ja, ist das heutige Gold. Natürlich, die Daten ist der Grundstein für jede Weiterentwicklung. Je mehr Daten man hat, je Daten man ausgewertet hat, je mehr man Zusammenhänge sieht, desto mehr kann man natürlich hier Lösungen anbieten. Und am Ende des Tages schließt sich wieder der Kreis. Ich brauche visionäre Freiräume. Ich muss gucken, Geschäftsmodelle. Ich muss den Kopf frei haben für neue Geschäftsmodelle. Wo stehe ich denn in 5 Jahren mit meinem Geschäftsmodell? Was muss ich heute tun, um in 5 Jahren auch weiterhin erfolgreich zu sein? Das sind die Fragen, die im Übrigen nicht nur die Energieversorger bewegen, nicht nur die Wohnungswirtschaft, auch der Bankensektor beschäftigt sich hiermit sehr intensiv. Was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die ja überall sichtbar sind, nicht nur wegen Corona,
aktuell, sondern auch, wenn Sie sich die Zinslandschaft anschauen, Niedrigzinspolitik, Negativzinspolitik. Ja, drei Handlungsempfehlungen für den Energiedienstleister der Zukunft. Hier stehen Sie nochmal, 1, 2, 3. Ich fasse es nochmal zusammen. Ziele verändern. Veränderungen brauchen eine übergeordnete Strategie, also keine Einzelstrategie, was ja die Befragten der Entscheider gerade bemängeln. Wir haben zwar Einzelstrategien auf einzelne Lösungen, also die Gesamtstrategie fehlt. Deswegen ist aus unserer Sicht und aus Sicht der Befragungen notwendig, eine übergeordnete Strategie zu erstellen. Nur so lassen sich Ressourcen effektiv einsetzen und wirkungsvolle Konzepte entwickeln. Das ist also wirklich ganz, ganz entscheidend. Und dann das Zweite, was wir gerade mit WeThink Future hatten: Kooperation wagen. Man muss nicht alles alleine machen. Gemeinsam was erreichen, gemeinsam erfolgreich sein. Das heißt, Energieversorger müssen sich öffnen, Kooperationen mit dynamischen Partnern aus der IT, ITEMs, andere im Bankwesen oder auch Startups machen es möglich. Und wir sind auch den Weg mit Startups gegangen. Nicht nur jetzt in dem Segment, was ich Ihnen vorgestellt habe, mit Pixelus und Smart Lab, auch im Kreditbereich gehen wir hier auch den Weg der Kooperation auch mit Startups. Halten wir für sehr, sehr inspirierend. Es sind auch der Austausch, die wirklich freidenkend sind für Startups, die weniger stark geprägt sind. Da sitzen wir ja in einem Boot, was Regulierung angeht. Die Energiewirtschaft ist sehr reguliert. Die Wohnungswirtschaft ist sehr stark reguliert. Mietpreisdeckel, Mietpreisbremse, was weiß ich, was da alles gilt. Das ganze Mietrecht, was da gilt. Oder Banken, Geldwäschegesetz, und so weiter und so fort. Sehr stark reguliert. Muss das Unternehmen ganz anders aufgestellt sein, um eben die gesetzlichen Anforderungen auch natürlich zu genügen. Startups sehen nicht nur Risiken, vielmehr auch die Chancen im Vordergrund. Machen sich da gar nicht unbedingt gleich am Anfang zu viele Gedanken, sondern sehr lösungsorientiert. Und gerade mit Startups zusammenzuarbeiten, bringt auch einen vom Denken, das ist unsere Erfahrung, auch ein Stück weiter. Also es ist wirklich unterschiedliche Sichtweisen bringen einen weiter. Und damit kann man Trends, die ja da sind, die Megatrends, Smart City, E-Mobilität hatte ich ja schon geschildert gehabt, aktiv mitgestalten. Ja, und die Innovationen müssen natürlich gemanagt werden. Da schließt sich wieder der Kreis. Statt vieler Einzellösungen, die überall da sind, die auch gut sind, müssen natürlich Gesamtkonzepte her, also Digitalisierungskonzepte. Und die dann in eine sichere IT-Struktur eingebunden werden. Ich hatte ja, Herr Müller, Sie hatten ja vorhin gesagt gehabt, letzte Session war ja gewesen mit SAP. Da wurde sicherlich auch über eine sichere IT-Struktur gesprochen, über die Zukunft, was alles im IT-Umfeld geschieht. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrages. Bin auf Ihre Fragen gespannt. Ich möchte noch eins darauf hinweisen, das ist hier nochmal die Quellenangaben. Wer nochmal das ein oder andere nachlesen möchte. Wir haben hier ein White Paper entwickelt mit Energieunternehmen, Transformation Meister mit Prozesseffizienz zum Energiedienstleister 4.0 2020 ist hier abrufbar. Dann Rödl und Partner, die wegweisenden fünf Dimensionen der Energiewirtschaft aus 2019. Ist auch hier der entsprechende Link. KIWI, also die ZIA, also Zentraler Immobilienausschuss Digitalisierungsstrategie 2019. Fünf Erkenntnisse für die Wohnungswirtschaft. Und hier das letzte nochmal, ist ja auch nochmal aufgeführt. Ja. Herr Müller, ich bin soweit jetzt Herr mit meinem Vortrag durch. Das heißt, wenn Fragen sind, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, es ist 15 Uhr, doch jetzt 15:40 Uhr. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Genau. Erstmal ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen aus der Runde? Details vielleicht auch mal zu erklären. Vielleicht von mir eine Frage. Gibt es bestimmte Gerne. Anforderungen,
an die Anbindung der Lösung Ihres Hauses. Es gibt ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Der Trend geht jetzt dazu, dass man ja so Mini-Solutions andockt, also für das, für genau den kleinen Einsatzpunkt und für genau die kleine Lösung und eben auch eine sehr gezielte kleine Lösung anzubinden und das eben über so eine, ich sag mal, serviceorientierte Middleware zu machen, über REST-APIs, anstatt wirklich große Schnittstellenkonzepte dazu basteln. Ja. Ist das auch bei Ihnen das Thema? Ich kenne auch unsere gemeinsamen Projekte bei den gemeinsamen Kunden, wo wir zum Beispiel auch die BK01 angebunden haben, Richtung Zugpferdlösung und so weiter und so fort, eConnect und. Wo tatsächlich eben auch die Einbindung in das SAP ja immer auch eine ganz entscheidende und auch nicht ganz triviale Rolle spielt. Können Sie das Ja. vielleicht nochmal führen? Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Müller. Also es gibt, wir haben da zwei Grundsatzstrategien. Das eine ist die Strategie, was wir mit BK01 verbinden. In der Tat, die komplette Integration im ERP-System. Das ist der eine Strang, den Sie gerade geschildert hat mit BK01 eConnect und BK01 ImmoConnect, was im ERP-System entsprechend da zur Verfügung gestellt wird, was man entsprechend runterlädt. Die neueren Produkte, wie jetzt Areal Meter, gehen wir über den Plattformweg viel stärker. Ja? Oder wenn Sie sich anschauen, was ja ganz momentan als Bank, was ich jetzt hier diesen Vortrag nicht aufgeführt habe, sind zum Beispiel die alternativen Zahlungssysteme. Und da bieten wir mittlerweile auch eine Areal Exchange Payment Plattform an. Weil es gibt ja alternative Bezahlsysteme. Natürlich ist es heute so, dass viele Kunden, gerade die Haushaltskunden, ihnen eine Einzugsermächtigung geben. Ja, dann oder dann überweisen. Das ist im Übrigen in der Wohnungswirtschaft wie in der Energiewirtschaft ähnlich. Sehr hohe Einzugsquoten. Dennoch erleben wir zunehmend, es gibt auch da genügend Use Cases, wo alternative Zahlsysteme. Das ist einmal PayPal, ja, wo vielleicht Kunden dann mit PayPal zahlen wollen. Oder Sie kennen, was ja auch relativ bekannt ist, mit barzahlen.de. Das ist ja alles schön und gut, aber hier bieten wir genau das an, was Sie sagen, über eine Plattform, dass es dann integriert wird im System, auch ankommt im System. Und damit beschäftigen wir uns momentan sehr intensiv, beginnend in der Wohnungswirtschaft. Da haben wir die ersten Piloten laufen, weil es gibt Studentenwohnungen, das sitzt vielleicht, weil die Eltern im Ausland, die wollen mit PayPal zahlen, die wollen nicht überweisen oder teilweise geht das gar nicht, aber mit PayPal geht das relativ einfach. Aber das muss dann, die Akzeptanz beim Wohnungsunternehmen ist natürlich dann gegeben, wenn das auch direkt automatisch reingeht. Und das machen wir über diese Plattformgedanken. Und dieser Plattformgedanke im Allgemeinen, was wir ja auch bei Areal Meter gesehen haben, oder eben auch bei Connected Payment, also mit der Elektromobilität, Ladenetz, darüber das machen und dann eine Schnittstelle, eine kleinere Schnittstelle in das System, um hier die Anforderungen, wenn Sie richtig verstanden haben, Herr Müller, zu erfüllen. Also zwei Strategien. Einmal die BK01 mit der kompletten Integration im IT-System anzubieten, wie BK1 eConnect, BK1 ImmoConnect oder bei der Wohnungswirtschaft, Betriebskostenmanagement, BK1 Rechnungsdatenverarbeitung, aber jetzt zusätzlich noch den Plattformgedanken vorgelagert, hier die Sachen sammeln, einmal den Weg dann entsprechend ins IT-System zur Verfügung zu stellen oder auch nur die Schnittstelle und dann entsprechend das dann so zur Verfügung zu stellen. Und daran sehen Sie auch, bei CP und Areal Meter gibt es dann auch keine Voraussetzungen vom System her. Bei den anderen, weil die hohe Integration, was auch Vorteile bietet, eben dann voraussetzt und wir uns dann entschieden haben, das ist eben dann nur verfügbar, entweder in SAP oder in SIV, aber zum Beispiel nicht in Schleuben. Im Gegensatz ist Areal Meter, weil wir anders hier vorgehen oder CP mit allen Systemen möglich.
Inwieweit sehen Sie denn jetzt auch neue Anbieter auf dem deutschen Markt, die Zahlungsabwicklung, auch zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, in WGs angeht, Person wie zum Beispiel und Satsmo, Eigentumsgemeinschaft. und Eigentümergemeinschaften. Also ich hatte das Beispiel jetzt aufgegriffen mit den Wohnungsgemeinschaften, zum Beispiel in Studentenstädten Münster als Paradebeispiel dafür. Da zieht mal wieder einer weg von 5 Leuten, ja, dann kommt wieder einer dazu, dann einigen sie sich nicht und so weiter und so fort. Das ist natürlich für den Energieversorger ein heilloses Durcheinander und keine Sicherheit dabei. Da gibt es ja Anbieter neu auf dem Markt. Satsmo positioniert sich da als, ich sag mal so, wie so ein Trichter, wo am Ende dann auch der Energiedienstleister sitzt und alle Regelungen, wer wie was da einzahlt, werden vorher getroffen. Oder zum Beispiel dann eben auch, ich sag mal, branchenunabhängige Plattformanbieter wie ePilot, die ja vielleicht auch Services wie Sie anbieten, dann arrondieren. Wo positionieren Sie sich zwischen einmal dem Ja. Spezialisten Satsmo, Zahlungsabwicklung und auch dem Generalisten, dem, ich sag mal so, dem Konsolidierer von verschiedenen Services? Ja, also durch den Plattformgedanken, das ist ja, wir haben uns unser Chefstratege aus der Produktentwicklung, da haben wir uns vor Jahren, nein, vor Jahren, wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir denn alternative, ich fasse es mal, alternative Zahlsysteme zusammen. Ja, da gibt Ja. es diverse. Und jetzt kommt genau das. Endkunden fordern das vielleicht. Um es einfach zu machen, bei PayPal. Ja, der Mieter möchte mit PayPal zahlen. Oder der Stromkunde, Gaskunde möchte mit PayPal zahlen. Wieso auch immer. Ob das jetzt, die ersten Fragen waren, warum sollte der Mieter oder der Energiekunde das machen. Die Frage kommt ja erstmal. Ich meine, ist ja eigentlich mit den zwei Systemen, Zahlsysteme, Lastschrifteinzug und Überweisern sehr gut aufgestellt in normalerweise. Das Idealste ist immer für ein Unternehmen, ja, immer, das heißt für ein Energieunternehmen, aber auch links, es gibt eine Einzugsermächtigung. Ja, es läuft durch, die bestimmen das Inkasso, sie fahren das entsprechend hoch, wickeln es über die Bank ab, hochstandardisiert, läuft alles glatt durch. Nur, je jünger die Generation ist, ändert sich das Zahlungsverhalten. Die wollen vielleicht gar nicht mehr in eine Einzugsermächtigung gehen. Ja? Sondern die wollen mit PayPal zahlen. Oder mit anderen Sachen zahlen. Es ist Muss aber ja der alles Punkt. funktionieren. Es muss, genau, das muss, genau, das ist der Punkt. Es muss funktionieren. Und dann hängt es davon ab, das passt mit dem letzten Punkt, Kooperationen wagen. Es macht für ein Unternehmen jetzt, jetzt könnten wir natürlich eins machen. Jetzt könnte jedes von uns hingehen und macht, okay, wir machen mit PayPal einen Vertrag, ich mache mit barzahlen.de einen Vertrag, ich mache mit XYZ einen Vertrag. Ja. Habe ich unterschiedliche Schnittstellen, alles Mögliche, ich muss es ja irgendwie, es muss ja in mein Inkassosystem, in mein Abrechnungssystem hinein. Also es nützt ja nicht, der Kunde zahlt was, sondern ich muss ja auch mitbekommen, dass er gezahlt hat und entsprechend dann ausziffern. Und da ist unser Gedanke folgender. Wir schaffen eine Plattform, die wir schon geschafft haben. Haben dieses Jahr angefangen mit barzahlen.de und PayPal. Binden Sie an dieser Plattform an. Und über diese Plattform ist dann der Weg vorgeschrieben. Das ist dann, also da gibt es dann eine Schnittstelle zum IT-System. Und dann ist wieder standardisiert. Also Sie schaffen da vorgelagert eine Plattform und die Prozesse danach sind dann wieder gleich. Und das ist Okay. unser Ansatz, den wir da gehen, mit Kooperation. Wir machen da jetzt nicht, wir machen keine Konkurrenz zu PayPal oder sonst wem, sondern sagen, nein, wir bieten das eine Plattform an. Alleine wird es das ein oder Unternehmen gar nicht schaffen, weil wenn man sich die Zahlenentwicklung anschaut, sei es bei PayPal, sei es bei barzahlen.de, wenn man Prognosen vielleicht macht, wie die alternativen Zahlsysteme, also wir sind davon überzeugt, die werden zunehmen. Das heißt, es wird nicht auch plötzlich 30%, wenn ich mit PayPal zahlen oder mit barzahlen.de. Da muss man ja genau gucken, welcher Use Case passt dort. Aber tendenziell gehen wir davon aus, das wird kommen.
Das heißt, der Kunde will vielleicht dann einfach alleine entscheiden, wieso auch immer. Ist müßig. Wenn der Kunde es will, ist die Frage, biete ich es an oder biete es nicht an. Und deswegen sagen wir jetzt zum Beispiel, weil die Kosten gleich möglicherweise viel zu hoch wären, das zu implementieren und damit ich es überhaupt nicht erstmal anbiete, über die Plattform wird es wieder erschwinglich. Und das ist so die Philosophie, die wir da entsprechend angehen, um hier über Plattform das insgesamt günstig zu machen, weil da kann man die Struktur ja, weil die ist ja dann immer die gleiche, entsprechend zur Verfügung stellen. Und wenn dann die Schnittstelle ins IT-System da ist, und zwar vorgedacht, dann muss ich mich nur noch andocken. Und das alles andere ist vorgelagert in dieser Plattform. Ja, so stellen Sie dann auch, ich sag mal, einen systembruchfreien Weg für den Endkunden dar, der geführt wird und auch die Medien nicht wechseln muss, sondern der kann das alles von seinem Mobile Device ausmachen, Genau. hat das Gefühl, er ist direkt in Kontakt mit dem Energieunternehmen und dazwischen zwischen Ihnen oder zwischen dem Energieunternehmen und Ihnen selbst liegt im Verborgenen eben Ihre Technik und Ihre Plattform. Genau. So kann man sagen, genau. Ja. Gibt es weitere Fragen Also ist aus der wirklich Runde? spannend. Also ich spannend. Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Können Sie mich hören? Also ich biete auch an, Herr Müller, wenn da jetzt nochmal ein Nachgang fragen, das ist auch kein Thema. Ja. Sie können mir auch eine E-Mail schicken oder sowas oder gesammelt. Wir beantworten gerne die Fragen, auch wenn das ein oder andere Mal, hier sind ja viele Sachen auch nur angeteasert worden. Wenn da Interesse steht, auch mal vielleicht das eine viel stärker mal zu durchdringen, was wir dort machen, sei es jetzt mit der Plattform, kann man gerne auch mal zu Ihnen kommen und das im Detail erläutern. Können wir auch das Produktmanagement entsprechend mitbringen. Also vielleicht gibt es ja auch noch andere Use Cases, wo es Ihnen einfällt, oh, das wäre aber interessant, darüber nachzudenken, zu hirnen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bringt, meine Erfahrung ist eigentlich immer die, wenn man gemeinsam über einen Use Case, über was nachdenkt und auch mal querdenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt man zu einer Lösung oder man kommt auch zum Ergebnis, nee, das macht keinen Sinn, aber das ist auch nicht schlimm. Sondern man entscheidet dann eben bewusst, nee, das befolge ich jetzt nicht mehr, verfolge ich nicht mehr bewusst oder das verfolge ich eben bewusst. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich wirklich die Zeit für solche Sachen nimmt. Also eins ist klar, die Kunden, die werden uns, und das ist auch gut so, die werden uns fordern. Ja, das ist ja, Nicht gehört. das ist prima. Das ist wahrscheinlich auch ein schönes Schlusswort, dass wir wollen ja gefordert werden als Dienstleister. Von daher, ja, nochmal meine Frage in die Runde. Gibt es noch Fragen? Ansonsten freue ich mich, wenn Fragen auch im Nachgang kommen. Ich würde die dann Ihnen, Herrn Beckmann, auch zuleiten. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wahrscheinlich heute die letzte Möglichkeit ist, auch dem Einzelhandel noch was Gutes zu tun und die allerletzten Weihnachtsgeschenke noch in der Stadt zu kaufen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Letztes Mal waren wir 10 Minuten drüber. Das würde sich also in Summe nivellieren und wir sind immer um 16 Uhr fertig. Von daher erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Beckmann, für den tollen Vortrag. Gerne. Ich denke, das Thema ist so komplex genug, dass es auch noch viele Ansätze gibt, da im Nachgang sich auszutauschen und wir geben auch da gerne, wenn da Anfragen sind, dann die Kontaktmöglichkeiten für den Austausch weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von den Teilnehmern. Ganz herzlichen Dank. So kurz vor dem wahrscheinlich dann jetzt vorgezogenen Jahresabschluss der Geschäfte aufgrund der Pandemie und dann eben auch einen wahrscheinlich vorgezogenen Weihnachtsurlaub nochmal die Aufmerksamkeit aufzubringen in der letzten Digital Session Energy Weeks für dieses Jahr hier dabei zu sein. Ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, wir werden den Vortrag zur Verfügung stellen. Der wird noch ein bisschen geschnitten und nicht im Mittelteil, sondern eher am Rand wird er noch schön gemacht. Dann werden wir auch die Folien verteilen
und so dass also jeder der Teilnehmer die Informationen bei sich auch hat. Ganz Digital-Sessions auf jeden Fall im nächsten Jahr weiterführen. Der Erfolg hat uns da recht gegeben und wir haben immer eine stabile Anzahl von Teilnehmern, von Anmeldungen und Teilnehmern. Von daher werden wir das weitermachen. Es macht auch Spaß, über diesen ungewöhnlichen Weg mit den Kunden und auch Nichtkunden in Kontakt zu sein. Es ist immer etwas komisch, wenn man so ins Nichts redet. Ja. Und beide haben Feedback, Herr Beckmann und ich, aber alle anderen können uns eben nur sehen und hören, wir niemand anderen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, auch an alle, die jetzt nicht dabei sind, für die Aufmerksamkeit der zurückliegenden Energy Weeks. Und bleibt mir noch als letzten Punkt zu sagen, ich wünsche allen einen schönen vierten kommenden Advent und dann ein frohes, gesundes, ruhiges Weihnachtsfest. Ich hoffe doch in vielleicht etwas erweitertem Familienkreis, wo man da auch keine Werbung für machen darf. Bleiben Sie alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ganz herzlichen Vielen Dank. Dank, Herr Müller. Tschüss. Gerne. Tschüss.